Heute reagieren wir auf die drei gruseligsten Horror-Kurzfilme, die es da draußen gibt. Ich weiß nicht, ob die gruselig sind, aber ehrlich sind die gruselig. Einen davon kennen wir, beziehungsweise da ist der dritte Teil draußen. Und zwar OnlyFans 3. Sie hätte niemals mit OnlyFans anfangen sollen, denn das ist nicht so gut. Okay, wir fangen an mit Crawl Space. Zum Schluss gucken wir diesen OnlyFans, da bin ich gespannt. Weil der war wirklich nicht schlecht bis jetzt immer. Aber davor zwei weitere, weil Format ist ja, dass sie drei angucken immer. Nicht eins, nicht zwei, sondern drei. Und wenn wir richtig Bock haben, dann sogar vier. Aber heute haben wir Bock auf drei, aber das ist der erste. No, Mom, the light went out in the crawl space. Well, you know where the spare bulbs are. I'm off to the store. Text me if you need anything. Ich war noch nie so lange am Stück still. Am Stück still. Am Stück still, meine ich. Alter, was für ein absolut ekliger Keller. Also, ist das Keller? Ich glaube, das ist Dachboden. Dachboden. Also, ich soll irgendwas holen aus dem Speicher, aber was ist das? Ah, hier wohnt jemand, glaube ich. Oder hier hat jemand gewohnt. Irgendwas mit... Also, ich kann mir vorstellen, dass da wahrscheinlich jemand gewohnt hat. Heilige Puppe. Macaroni-Puppe. Das war längst nicht alles. Emma. Wir nennen sie Emma. Sie heißt bestimmt nicht Emma, aber wir nennen sie Emma. Da ist jemand, da ist jemand, da ist jemand. Da muss ich umdrehen. Da war was. Hier sind so die Halloween-Deko. Oh, 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 ist ein Mann! Alter, stellt euch mal vor, ihr seid im Speicher. Oh nein, lasst das Licht lieber aus. Ah, sie muss Birne austauschen. Damit sie auch was sieht. Und der Typ ist jetzt hinter ihr. Emma, hinter dir. Einfach Hand. Ja, auf Hand. Jetzt checkt sie das hier was. Oh, das stimmt. Weiß nicht. Dieser ganze Film basierte auf Soundeffekte. Sie chillt da oben, läuft ein bisschen rum, der Typ chillt, macht Hand da, kommt dann plötzlich in die Fresse. Das war nur ein bisschen gruselig wegen den Soundeffekten. Aber egal, der nächste Film, der nennt sich einfach nur NPC. Aus dem Spiel und er setzt sich auch so VR-Headset auf. Aber der letzte Film, Freunde, freut euch auf den letzten. Glaubt mir, der letzte ist gut. 100%. Sam. Der ist auch nicht, der geht auch nicht lang. Okay. What did he wanted to show me? One sec. Okay, I'm loading it now. Wie cool. Is this my apartment? Er ist in seinem, also irgendwie in seinem cool, Apartment, right? Obwohl er da ja sitzt. I scanned it with my phone the last time I was there. Jemand, der hat wohl dieses Apartment so selber gefilmt, also sein Kumpel hat das Spiel entwickelt, also das irgendwie, glaube ich. Something supposed to happen? Ist da irgendwas passiert, Caleb? Irgendwas? Oh! Dieser NPC. Why is there an NPC in my house? NPC ist sein was. Because you said you were lonely, remember? Now you have a friend to keep you company. Haha, very funny.
Well, you did a terrible job because this thing's stupid. Das Ding ist dumm. Also der sagt, schlecht Job gemacht, weil der Typ läuft einfach nur dumm rum. Jetzt steht da, NPC-Move, zu atmen. Das ist komisch. Oh cool, you fixed it. Okay, er hat's irgendwie repariert wohl. Oh, der NPC ist aber ein bisschen aggressiv. Okay, can you tell this thing to stop? It's kind of creeping me out. What are you talking about? I'm not doing anything. Er tut nichts. Aber... Whoa! Dude, what happened? Nothing. Your stupid NPC scared me. Der NPC, den erschrocken. Aber hey, der NPC bewegt Dinge. Er hat... Oh mein Gott, er hat zugemacht die Tür. Are you doing this? Cooles Konzept. Oh! Doing what? Ich tue nichts. Also, was soll ich tun? Ach du Scheiße. Hinter dir. Der Film, muss ich sagen, ist schon wieder ein bisschen kreativer gemacht. Der ist nicht schlecht. Oh shit. Oje, oje, oje. Ich finde es halt eher witzig, gell? So Oh. Muss ich. NPC tötet ihn gerade. Den Film gucken wir uns an. Ich weiß nicht, Leute. Irgendwie. Aber den wollten wir uns angucken. Und den gucken wir jetzt auch an. Ich kann dazu nicht sagen. Ich fand irgendwie, die haben das Ende verkackt. Das hat voll viel Potenzial. Das Acting von ihm war ein bisschen komisch. Auch so am Ende so. Wir gucken jetzt den an. So. 9 Minuten. Der geht knackig. Nee, Moment. Doch, genau den wollte ich gucken. Mama, I have a call coming in, I'll call you tomorrow. They love you. Okay, also auf jeden Fall, wie immer, brauchen die Mädels Kohle, denn sie ist jung und braucht das Geld. Jacqueline Miller. Yeah, this is her. Hi, I'm calling from the medical clinic. It looks like we still haven't received the payment for your mom's treatment. Are you able to pay that now? Okay, die Mutter ist wohl krank und sie muss halt, sie braucht Geld, um die Mutter. Immer in gute Beweggründe diesmal. Yes, that's correct. But if we don't receive the payment by tomorrow. Aber wenn sie morgen das Geld nicht erhalten, dann müssen sie die Behandlung stoppen bei der Mutter. Amerikanische Dingssystem, Gesundheitssystem ist eh komplett am Arsch. Also sie braucht Geld, damit die Behandlung der Mutter fortgeführt werden kann. Ja, und sie braucht auf jeden Fall... Wie viel tausend? Wie viel waren das? Tausend? Was hat sie gesagt? Sie braucht... $1,000. Another tausend. Also nochmal tausend. Sie muss jetzt den Laptop aufmachen und den Job... Boah, ist hart. Aber ich würde so bei sowas. Ich glaube, eine Spendenkampagne würde, glaube ich, am meisten helfen. Muss ich nicht. Ich weiß nicht, ausziehen ist nicht die Lösung. Es ist nicht die Lösung. Ja, ist schwierig. Aber ausziehen ist nicht die Lösung. Ja, keine Zuschauer bis jetzt, oder wie? Oh, dieses Discord-Geräusch aber. Drin? Das ist Discord. Oh, ich mag eigentlich nur blond. Ey, er mag nur Blonde. Sie sagt, sie hat eine Perücke und soll sie die Perücke anziehen. Das macht sie jetzt auch. Sie ist natürlich froh, dass Kundschaft da ist. Oh. Du siehst gut aus als Blondine. Thank you. Hast du roten Lippenstift? Of course. Okay. Knall dir den drauf. User 1, 2, 3, 4. Du kleiner Verleger. Got it. Put it on. Langsam. Soll langsam dran machen.
Ganz langsam soll sie ihn dran machen. Es fühlt sich so seltsam an, das mit euch zu gucken. Es fühlt sich halt so seltsam an, das mit euch zu gucken. Es ist ein bisschen cringe, ein bisschen Charme. Aber wir sind uns doch eh schon so nah gekommen. Falls ihr meine Japan-Videos gesehen habt, waren wir sogar schon mal gemeinsam auf Toilette. Also von daher, was haben wir nicht schon nicht erlebt miteinander? Oh, 25. Die liegt jetzt bei 35 Dollar. Ich kann Mathe. Hast du ein rotes Kleid? Immer diese rote Kleid, Leute. Okay. It'll take a minute, so don't go anywhere. Braucht eine Minute. Geh nicht weg. How do I look? Und, wie sieht's aus? Oh, 50 Dollar. Ey, für 50 Dollar würde ich auch rotes Kleid anziehen. Also, ich mach... Hast du Marshmallows? You know, I think I do. Ich glaube, ich habe. Sure. Get them. Was soll sie jetzt mit den Marshmallows machen? Oh, ein Zehner für jeden Chubby Bunny, soll sie sagen. Also reinmachen und Chubby Bunny sagen. So als Spiel, so pro Marshmallow und Zehner. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Ach du Scheiße. Chubby Bunny. Bis jetzt ist okay, alles harmlos. Aber ein Zuschauer nur? Macht keinen Sinn. Ich wette, du kannst nicht noch mehr reinmachen. Oh, aber sie gibt sich schon Mühe, das Ding reinzu. Es ist so falsch, egal was man macht und sagt, es ist falsch. Oh, das ist ein sehr, 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 sehr schlimmer Kurzfilm. Oh, 60 Dollar! Sechs Stück. I can try again if you'd like. Nein, danke, nicht nochmal probieren. Das hat nicht gereicht. Er möchte natürlich jetzt anders unterhalten werden, weil. Der Dopaminspiegel, der passt sich an und jetzt braucht er halt natürlich mehr. Nina braucht was anderes. Was? Pinch, sie soll sich so kneifen, zwicken. Zwicken. Okay. Fester. Ja, ab jetzt fängt es an, nicht mehr gut zu werden, weil die soll sich selber wehtun. Fester. Er möchte richtig sowas, was so Stellen sehen. Mit How much are you gonna give me? So Flecken. Wie viel gibst du mir? Wie viel willst du? Eieiei, er soll sich selber verletzen für Kohle. Das ist natürlich nicht mehr gut. $800 will sie. Something for my mom. Die soll sich den Finger brechen dafür. What? Brech dir den Finger und ich gebe dir 800. No. Boah, das ist hart. I'm not gonna break my finger. Ich werde deinen Finger brechen. Bist du sicher? Ja, yeah, I'm sure. Bin sie sicher. Was? 5512? Was ist das? What's that? Sie hat irgendeine Nummer gezeigt. Oh, das ist Bankaccount. Why do you have my bank account? Wieso hat er Bankaccount? Ich habe all deine ich weiß den Namen sogar, Jacqueline. Woher, hä? PayPal. Oh, sie ist jetzt komplett pleite. Ab jetzt fängt der Film, fängt es an, billig zu werden. Okay, pleite. Sie wurde komplett abgezockt. Wait, please. All of that money, it's for my mom. She needs it. Das Geld ist für die Mutter. Du weißt, was du zu tun hast. Is this what you want? Oh, sie wird den Finger brechen. Tu das nicht. You want me to break my Nein, finger? Oh Gott. Fine. Oh no. I'll do it. Please. Bitte, mach das nicht. Please, just give me back. Aber gib mir das Geld zurück. Nein! Nein! I'm gonna do it. Tu's nicht! Ah! Bitte nicht! Bitte zumindest nicht offen! Ruf deine Mutter an. What? Aber immer hat es für die Mutter getan. Ruf deine Mutter an. Hey, vielleicht ist es ein gutes Ende, weil diese Filme waren bis jetzt nie gut, aber vielleicht haben die ein Happy End diesmal.
weil das, sie hat gezeigt, was sie bereit ist, für die Mutter zu tun. Und das fand er wahrscheinlich gut. Erzähl dir, du bist eine schreckliche Mutter. Wie Arschloch. Oh, was ein Arschloch. Sag's nochmal. Sag es so, als würdest du es ernst meinen. Willst du dein Geld oder nicht? Was ist das für ein Arschloch? Ich dachte... You're a terrible mother. Ich sag, ich liebe dich nicht. Was für ein Arschloch? Warum ist das so? Ich krieg Hass. Ich will keinen Hass spüren. Ich will unter... Ich hoffe, du stirbst. Oder ich bin froh, dass du stirbst. Was für ein ekelhafter Film. Leg jetzt auf. Wie ekelhaft. Widerlich. Du widerlicher Bastard. Nicht mal als Film. Nicht mal zum Spaß. Nein. Er gibt nicht. Ich gebe dir eine letzte Chance. Okay, aber... Die muss jetzt richtig durchziehen. Ist das ein Fortsetzung-Folgefilm? Oh, vielleicht kommt noch ein Teil 4. Vielleicht kommt noch Teil 4. Boah, ich habe irgendwie Hass bekommen auf den Film. Nein, ich dachte, das wäre mal schön. Und ich hätte trotzdem mich gefreut und dem Video ein Like gegeben, wenn es ein Happy End gehabt hätte. Aber dass das so ekelhaft Bastard wurde, hätte ich gedacht. Freunde, wenn euch das Format gefällt, ich warte auf Teil 4. Ich freue mich auf Teil 4. Schauen wir zusammen an wieder. Wer weg für heute? Ich gehe jetzt Gassi. Hat mir nicht gefallen, der Film. Mach ich gar nicht so was.